Ja. Ey, da war es zwischen was aber auf Kopf Eis. Ja, ja, klar. Sich da noch so arg auf alles konzentrieren. Aber die Abfahrt war trotzdem cool. Ja, das ist geil. Vor allem auf der Skiroute ist das eine voll gute Erfahrung. Das ist schade. Du musst ja fast fahren, das ist Verbindungsweg. Ja. Du brauchst dir. Ist der Fritz schon wieder oder war das von heute Morgen? Nee, das war von heute Morgen. Ja, haben wir kurz gehört. Was? Ja, aber nicht. Anton geht's gut, übt gerade sitzen. Wollen dann zum Spielplatz mit den Jungs. Für den Fritz brauchst du gar nicht mehr. Für den Fritz wäre das im Schrannhof der ideale Winterurlaub. Ohne Scheiß. Können wir ja mal machen. Buschstall unten und. Ah ja, gestern waren wir bei den Kühen, haben uns die angeguckt, haben mit dem Bauer ein bisschen gesprochen, dann waren die Hühner noch draußen, sind wir ein bisschen Schlitten gefahren, dann hat er am Schnee ein bisschen rumgemacht. Ich bin da am Stand gesagt, bald ihr hübschen Kühe. Echt? Ja, für den ist das dann total aufregend. Also die haben ja da den Rasen hochgebaut. Und vorgestern war es so, dass zwei von den Kühe direkt vor dem Trauer lagen. Und du bist dann quasi so auf Augenhöhe mit denen. Also echt cool gemacht. Und wie geht's Martha? Ich hab schon noch schon ja, morgen wieder einen Doktor eingemacht. Ja, ich weiß noch nicht, wie es so geht. Meldet sich nicht. Ich hab vielleicht ein bisschen ja, wir haben ja auch so ewig Pause gemacht, jetzt zwischendrin immer auf der Verstellung. Ja, ich weiß halt, aber früher, wenn wir Skifahren waren, war es halt noch krasser. Gestern war es. Da macht man ja also hier nichts. Also nicht mal irgendwo an der Kurve anhalten und warten. Und durchfahren. Dass du dann auch oder so überhaupt hinterherkommst. Wenn der schlechte Laune gehabt hat. Oder wenn der Markus beim Schöppel-Outfit ausgeht hat. Der hockt in Schweden gerade wieder. Schon wieder? Hm. Da ist er schon wieder drin. Hm. Zwei Wochen. Also jetzt noch eine Woche geworden. Hast du was gesagt, was beim letzten Mal rausgekommen ist? Hat alles geklappt? Das ist meine Traumhose nochmal. Mhm. Weiß ich nicht.
der da ein bisschen Personalverantwortung jetzt auch schon, der Markus? Ja, der hat so ein paar Programmierer und so. Also der ist so ein Team da, oder? Ja, ist schon in Richtung Teamleiter. Also der überlegt sich halt das Konzept, wie das jetzt auszuarbeiten ist, physikalisch und programmiermäßig und so. Und dann sagt er, so und so macht er das jetzt und die tippen den Scheiß an. Müssen sich um die Fleißarbeit kümmern. Der Markus ist ja so einer, der öfter mal auch bei größeren Problemen herangezogen wird, einfach als absolut logischer Denker. Und da gibt es ja scheinbar so einer, der nicht gesellschaftlich. Der Keller hat doch immer nur für irgendwelche krasse Probleme rangezogen. Genau, der nichts zu tun hat, der hat gar keinen Job oder nur so einen Alibi-Job. Und den holt es halt noch raus, wenn irgendwas zu machen. Und er sagt, der denkt auch so krass schnell, ne? Der sagt dann nur die Hälfte der Lösung. Und dann ist er schon wieder bei was ganz anderem. Dann erzählt er was vom Schlittschuhfahrer. Schon uninteressant. Ja, dann ist schon wieder uninteressant. Er muss nicht kommunizieren, wenn man. Er selber hat es verstanden und dann ist es.